Ja, wir würden gerne heute über TradeStation als Broker und als Handelsplattform sprechen, über die Vorteile, über die 10 wichtigen Vorteile. Natürlich wie immer vorab der Hinweis, dass es sich hier nicht um Handelsempfehlungen oder Ähnliches handelt. Weiterhin kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christian Walter von TradeWaller und seit einigen Jahren arbeite ich schon im deutschsprachigen TradeStation Support, sowohl für die TradeStation vorab in Amerika und jetzt für TradeStation Global. Ja, über was möchten wir heute sprechen? Über die TradeStation 10.0, also die TradeStation von den USA, TradeStation Securities Plattform. Wir haben hier mal die ersten fünf für meine Verhältnisse immer noch wesentlichen Vorteile im Vergleich zu anderen Plattformen. Das ist zum einen der Radarscreen. Das wollen wir uns natürlich ganz kurz auch hier einmal anschauen, wie sieht das ja im System selbst aus. Wir haben hier natürlich unzählige Möglichkeiten und dementsprechend Sachen uns ja anzeigen zu lassen oder dementsprechend auch danach sortieren zu lassen, ob das jetzt das heutige Volumen ist, ob das ja Werte im RSI sind. Das heißt, wie in einer Excel-Tabelle können wir hier über 1000 Werte oder knapp 1000 Werte screenen nach allen Standardindikatoren auf allen verschiedenen Intervallen. Das ist jetzt auf Tagesbasis eingestellt und Sie können natürlich auch Ihre eigenen Indikatoren mit einfügen. Für mich immer noch das Fortschrittlichste, was ja, im Bereich einer Watchlist oder Beobachtungsliste, wie man es auch immer nennen möchte, verfügbar ist und auch direkt aus diesem System Alarme auszulösen. Eigentlich gibt es im Radarscreen, wenn man so will, keine Grenzen und ist wirklich eins der wesentlichen Tools, würde ich jetzt mal behaupten. Vor allen Dingen dann, wenn man hier ja in dem Bereich dann im Aktienhandel auf mehreren Werten parallel arbeitet. Ansonsten gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Das heißt, wir haben den Scanner ähnlich zu sehen wie der Radarscreen, auch die Strategieautomatisierung, Easy Language und die Option Station Pro. All diese Tools möchte ich Ihnen hier ganz kurz im Schnelldurchlauf einmal zeigen. Wir werden dann in den nächsten Videos diese Einzelbestandteile noch etwas detaillierter erläutern und noch etwas genauer auf die wichtigen Details eingehen. Ja, im Scan gibt es im Prinzip auch keine Grenzen. Ich habe mal einen ganz einfachen Scan auf Penny Stocks vorbereitet. Das heißt, Sie können hier ganz banal sagen, ich möchte ja, Werte über einem gewissen Volumen. Wir können das auch mal ein bisschen nach oben schrauben. Die sollen unter einem Dollar liegen. Das können Sie natürlich auch frei wählen und sollen eine gewisse prozentuale Veränderung in der Bewegung haben. Wir können natürlich auch hier beliebige weitere Indikatoren hinzunehmen oder Kriterien aus dem Volumen. Das heißt, Sie können auch auf Optionen, auf Futures hier Scans durchführen. Ich glaube, das Wesentliche wird dann aber hier im Aktienbereich relevant sein. Dann können wir das Ganze einmal live durchlaufen lassen und ja, sehen diese Werte, die er uns heute hier ausgibt. Schauen mal auf den größten Wert ARDX. Können diesen dann direkt hier im Chart uns anschauen und sehen, ja, das sind eigentlich genau die Werte, die man haben will, wo das Volumen einmal ansteigt, wir eine große Veränderung haben und den Wert hätten Sie mit Sicherheit auch gestern schon aus dem Scan rausgefiltert. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, auch sehr funktional mit den Möglichkeiten, alles einzubinden, selbst was, sage ich mal, eigene Strategien oder Indikatoren zumindest anbelangt. Und da sind wir eigentlich schon beim dritten wichtigen Thema, beim dritten wichtigen Faktor, was nach wie vor auch ein sehr, sehr guter Bestandteil der Plattform ist, ist die Strategieautomatisierung. Sie können hier aus beliebigen Standardstrategien wählen, die Sie natürlich dann dementsprechend auch ja, vom Programmiercode sich anschauen können, auch verändern können. Das Interessante dabei ist im Prinzip, dass man das Ganze natürlich dann dementsprechend nicht nur automatisieren kann. Sie kriegen hier auch eine Übersicht von allen wichtigen Faktoren von so einer Strategie. Das heißt, über den Profitfaktor zum Verhältnis von Gewinn und Verlust ist eigentlich alles hier drin, was man für eine Strategieoptimierung benötigt und kann natürlich dann
diese Sachen nicht nur backtesten, sondern auch dementsprechend über die Programmierung selbst anpassen und ja, nach wie vor wirklich nicht nur im Aktienbereich, ich denke auch speziell im Future-Bereich, ein sehr, sehr wichtiges Tool, was auch viele Programmierer hier nutzen. Das zur Strategieautomatisierung nur ganz kurz. Natürlich kommen wir hier im nächsten Schritt auch auf die Easy Language, also auf die einfache Programmiersprache, wie es der Name schon sagt. Sie können hier alle Standardindikatoren wie Moving Average zum Beispiel ja, als Indikator anschauen, auch dementsprechend selbst Indikatoren schreiben, wenn es hier eine ganz einfache Form ist, wo wir uns einfach mal den Shootingstar oder einen Hammer anzeigen lassen wollen, sind das, wie gesagt, so die einfachsten Dinge, die man hier auch selbst mit der Programmiersprache relativ leicht erlernen kann. Im nächsten Schritt wollen wir auch mal kurz die Option Station Pro uns genauer anschauen. Und gerade für die, die jetzt im Optionshandel tätig sind, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Wir haben hier Möglichkeiten, direkt schon vorgefertigte Kombinationen auszuwählen. Und für mich nach wie vor immer noch sehr, sehr interessant, wenn wir hier mal ganz kurz draufgehen, wenn wir die Analysemöglichkeiten sehen, ob das jetzt im 2D- oder im 3D-Bereich ist, wo man sich einfach hier Chance-Risiko-Verhältnis dementsprechend anzeigen lassen kann und auch hier durch die verschiedenen Linien sieht, wie sich der Gewinn höchstwahrscheinlich hier entwickeln wird. Also das wirklich eine sehr gutes Tool, muss man sagen, für den Optionshandel, bietet Ihnen viele Möglichkeiten, ne, die Analyse sowie auch einzelne Positionen zu managen oder dann ganz spezielle Optionen zu suchen. Und glaube, für den Optionsbereich, wenn ich es mit anderen Plattformen in dieser Preisklasse vergleiche, nach wie vor auch eines der besten Tools, die wir hier mit haben. Also Radarscreen, Scan, Strategieautomatisierung, die Easy Language und die Option Station Pro. Das waren im Prinzip die ersten fünf Eigenschaften. Jetzt schauen wir noch auf die weiteren fünf, die hier genannt sind. Und zwar ist es der Bereich Backtesting. Hatten wir schon kurz bei der Strategieautomatisierung gesagt, gehört natürlich, wenn Strategieautomatisierung mit drin ist, generell glaube ich immer dazu, dass man Werte backtesten kann und optimieren kann. Hier kommt aber was ganz Interessantes hinzu, wo wir dann auch einmal direkt draufschauen, wenn wir hier nochmal zurück zu unserer Strategie gehen, können wir hier in der Form einfach eins machen. Wir können hier, wie gesagt, ganz normal die einzelnen Inputs optimieren. Ich glaube, das ist natürlich dann auch wichtig, auch den Programmcode zu kennen, um dieses dementsprechend in den richtigen Bereichen optimieren zu lassen. Und wenn man eine Optimierung einmal durchgeführt hat, dann glaube ich hier eins der wirklich wichtigen Tools, der Work Forward Optimizer, also der Ihnen wirklich zeigt, ist diese Strategie denn am Ende auch robust? Kann man damit in der Form dann auch überhaupt etwas anfangen oder ja, wird das Ganze, sage ich mal, eher ja durch die Optimierung profitabel? Und zwar macht der Format Optimizer ganz einfach eins. Er hat jetzt eine Vergangenheit, die aus 12 Monaten besteht. Er sagt, er nimmt 10 Monate, nimmt diese 10 Monate her, testet es für diesen Zeitraum weg und lässt es dann quasi für die 2 Monate, die ja auch in der Vergangenheit liegen, dann so laufen mit den Werten, die getestet wurden. Und wenn nur diese Werte, sage ich mal, in gewissen Bereichen liegen, um es mal ganz einfach auszudrücken, dann wird das Ganze hier als robust dargestellt oder so, dass man es auch in der Zukunft verwenden kann. Also alle, die mit Strategien und Backtesting arbeiten, sollten auf jeden Fall hier mal einen Blick drauf werfen. Der Work Forward Optimizer bietet hier viele Möglichkeiten, Strategien nicht nur in der Vergangenheit zu testen, sondern auch zu sehen, wie robust sie dann wirklich sind, wenn man sie einmal laufen lassen lässt. Und hier sieht man im Prinzip, dass diese Strategie alle 5 Kriterien erfüllt hat. Müsste natürlich jetzt etwas detaillierter hier in die Auswertung reingehen. Da hatte ich ja gesagt, wir werden zu allen diesen Tools natürlich noch einmal einzelne Videos präsentieren.
so dass man hier auch das jeweilige Video, was für einen relevant ist, dann raussuchen kann. Ja, das war das Backtesting, Optimierung der Strategien, was auch, glaube ich, wichtig ist oder viele immer mehr nutzen, weil es auch ein sehr großes Angebot hier gibt, ist der Trading App Store, den man direkt aus der Plattform starten kann. Hier hat man verschiedenste Möglichkeiten, auch kostenlose Indikatoren, Strategien zu installieren. Es gibt natürlich auch einige kostenpflichtige, aber auch hier sieht man zum Beispiel, viele bieten Ihnen ein kostenloses Trial an. Und wenn man drauf geht, findet man natürlich auch eine dementsprechende Beschreibung und Bewertung. In dem Fall, ja, sieht man, diese Strategie war nicht so profitabel, zumindest sagen es die letzten Bewertungen. Aber in dem Bereich, glaube ich, kann man schon das ein oder andere Interessante für sich noch mit rausziehen, gerade was dann auch, sage ich mal, im Bereich von Indikatoren stattfindet, was einem einfach Mehrwert anbietet, wenn man sich die Sachen im Detail anschaut. Ja, der nächste Punkt ist relativ neu, und zwar geht es hier um die Möglichkeit, auch den Kryptohandel mit darzustellen, und zwar dann dementsprechend auch, wenn man einmal ein Aktienkonto hat, dies zu nutzen, um vielleicht auch ja, ein Interestzinsen zu generieren, indem man in Cryptocurrencies hier investiert. Es sind natürlich nur die großen Währungen möglich, aber viele suchen natürlich auch nach zusätzlichen Einkommensquellen, und ich glaube, eine Diversifizierung von dem Portfolio auch über Kryptowährungen kann sicherlich hier auch im Long Run nicht schaden. Also von vielen Brokern, die, sage ich mal, nur auf einen Bereich spezialisiert sind, hat man hier die Möglichkeit, das auch über ein Konto zusammen zu nutzen. Wie erwähnt, natürlich nur ja, auf einige wenige Paare, aber das kann sich ja oder wird sich sicherlich auch in der Zukunft noch ein Stück ändern. Ja, was man natürlich nicht außer Acht lassen sollte, ist die Chartanalyse. Sollte natürlich auch hier sicherlich noch weiter vorn genannt werden. Man hat im Chart auch unzählige Möglichkeiten, ob man hier in der Form Strategien einfügen will, Zeichenfunktionen. Wir haben auch Chart Trading, wo wir direkt aus dem Chart handeln können, direkt unsere Orders dort verschieben können und na, im Prinzip eigentlich alles machen können, was für den Handel möglich ist, ob das hier ein Trailing Stop zu setzen oder andere Funktionen. Da gibt es einiges, was man nutzen kann, um dann auch effektiv direkt aus dem Chart nicht nur die Analyse durchzuführen, sondern dann auch direkt zu handeln. Also von daher Chartanalyse auch im Vergleich auch mit den Werten selbst, auch mit den Daten, wie sie hier verfügbar sind, müssen Sie sich überlegen, Sie kriegen 6 Monate auf Tickbasis, Sie kriegen mehrere Jahre auf Intraday-Minuten-Basis und können hier wirklich vom Zeitraum zurückgehen. Das glaube ich, das auch immer noch ein Riesenvorteil ist, gerade wenn ich die Daten sehe, die IB zur Verfügung stellt, ist TradeStation hier in der Form, gerade auch wenn wir nochmal zurück zum Thema Backtesting und Strategien kommen, natürlich um einiges weiter, weil halt viel mehr Daten verfügbar sind und dementsprechend auch für Sie zu nutzen sind. Ja, und als letzten Punkt hatte ich noch andere Tools hier mit aufgegriffen. Hier können wir vielleicht auch mal ganz kurz auf den zweiten Bildschirm gehen. Da gibt es natürlich einige Möglichkeiten, die einem hier zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, um nur mal Ihnen zwei, drei zu zeigen, haben wir natürlich hier den Trade Manager, wo Sie wirklich Ihre Position, Ihre Kontostände, alles, was man irgendwo sehen sollte, Einstiegspreise, Orders von heute abrufen. Sie haben mit der Matrix natürlich auch ein Tool, wo man jederzeit ohne Probleme dann Orders einstellen kann und managen kann. Und ja, ansonsten gibt es in der Form natürlich noch einige Tools mehr. Trade Manager und Matrix sind jetzt nur zwei, die hier zu nennen sind. Und wenn wir in der Form nochmal kurz auf die Übersicht gehen, welche Werte insgesamt möglich sind, dann werden Sie sehen, dass hier mit der Hotlist, mit der Markttiefe noch einige Tools fehlen. Kann man, glaube ich, hier ganz gut erkennen. Wir haben über Chartanalyse, Easy Language gesprochen, aber auch Hotlist, Markttiefe
Und News sind sicherlich relevante Dinge, die mit zu nutzen sind. Time und Sales, glaube ich, auch von vielen noch ein zusätzliches Tool, was auch sehr hilfreich ist. Das würde ich in der Form unter weitere Tools zusammenfassen. Und glaube, hier haben wir wirklich mal die wichtigsten Punkte, die als Vorteile dargestellt, die jetzt bei TradeStation 10.0, nochmal zur Erinnerung für die Version aus Amerika natürlich momentan verfügbar sind. Alles Weitere dann in den nächsten Videos. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie, wie gesagt, uns ein Feedback geben wollen, dann gerne hier direkt auf dem YouTube-Kanal. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eine entsprechende E-Mail und über jeden Like. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.